Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Ich spiele heute mal wieder Leatherface. Und zwar mit den Perks. Also eine Jungfrau, Ruin, Uneinigkeit und Barbecue und Chili. So, wir sind auf einer Farm-Map. Und gucken mal, wen wir da... Oh, die sind direkt neben meinem Totem gespawnt. Nö. Und da hat schon wieder einer Ding dabei. Wie heißt denn? Objekt der Besessenheit. Lass sofort mein Totem in Ruhe. Okay. Hallo. So, Jake habe ich schon mal erwischt. Und das ist auch der Mensch mit der Taschenlampe. Das heißt, theoretisch kann mich jetzt niemand blenden, den trage ich ein Stück weiter weg. Ich hoffe, es ist nicht zu weit. Aber ich will die von meinem Totem weglocken. Und das klappt auch. So. Hallo. Ach, verdammter Mist. Ich habe ganz vergessen, dass Bubba ja jetzt, dass man die Kettensäge gar nicht mehr aufgeladen lassen kann. Naja, egal. Machen wir mal die Palette kaputt. Sehen mal zu, dass wir A kriegen. A. Einfach nur A. Ja, wirf um. Dann haben wir die Palette schon mal weg. Und A rennt jetzt da lang. Oh, die haben ja schon eine Palette zerstört. Ah, wirf um. Okay, da kann ich zumindest mal ein paar Paletten aus dem Spiel nehmen. Hier von Anfang an. Wie gut das ist, weiß ich nicht, weil der mich ganz schön lange hinhält. Aber... wir werden sehen. Das wird sich alles noch zeigen. Da sitzen wieder mehrere an einem Generator. Also eine Jungfrau, Schätzchen. Genau dafür habe ich diesen Perk dabei. Für genau 1:1 diese Situation. Wenn die wegen der Kettensäge in den Schrank springen. Und es ist einfach schön, wenn es auch funktioniert. So. Aber Ruinen haben sie immer noch zerstörte Freunde. Zweiter Generator gemacht. Und da sind zwei Leute am Haken. Ja, blende mich. Hab ich dich. Aber Jake ist noch mit Taschenlampe unterwegs. Da wurde gerettet. Und du kommst an diesen Haken hier. So. Da vorne rennt jemand Verletztes. Und da ist Jake. Ernsthaft? Ja. Wir wollen selbstverständlich nicht tunneln. Aber... die Leute zu triggern, dass sie Paletten umwerfen, finde ich schon ganz interessant. So, denkst du das zweite Mal selber schuld für deine Abfarmaktion? Wen haben wir denn da? Will da etwa jemand heilen? Oh, die hatte ich noch gar nicht. Wer ist denn das? Wer bist denn du? Ich höre dich atmen. Da vorne rennst du, Schätzchen. Wer ist denn das? Ah, hier steht auch noch eine Palette. Das ist ausgezeichnet zu wissen. Gibt's sie um? Muss er, ja. So. Gehen wir ihr mal nach. Wer ist denn das? Was ist das für ein Skin? Für ein Outfit? Kenne ich gar nicht. Kenne ich das? Ich weiß es nicht. Hier stehen ja auch noch Paletten rum, Mensch. Glaube ich, wieder mehrere an einem Generator dran. Irgendwo hat es geknallt. Ne, es war aber kein Generator. Da ist keiner gelb. Das ist auch so eine ätzende Palette. Naja, vielleicht wirft sie ja gleich um. Macht sie nicht. Muss sie jetzt... ah, ziemlich verarscht. Okay.
Ja. War Absicht tatsächlich, ob es glaubt oder ne? Aber so kann man deutlich. Ah ne, die rennt zur Killerhütte, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Nope, 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 nope. Hallo Jake. Rennt ihr jetzt beide hinter den gleichen Baum? So, habe ich einmal dich. Dritter Generator schon fertig, die sind schnell. So, da ist, kommt Jake angelaufen mit der Taschenlampe. Das wird ein Todesurteil sein, mein Freund. Ah ne, ich hab dich doch gesehen. So, der wird jetzt tot sein. Da ist der erste schon mal aus dem Spiel raus, was sehr, sehr gut ist. Das kauft mir doch einiges an Zeit. Hoffe ich mal. Mal gucken, wie die anderen so drauf sind. Da ist jemand im Keller. Und hier sind Rennspuren. Aha. Na also. Oh, das sieht gut aus. Oh, die hat sich sterben lassen. Oder hat es zu lange gedauert? Ich hatte keine Acht auf den Balken. Aber sorry, wenn mir der Survivor direkt vor die Nase springt. Kann ich sie halt auch nicht einfach durchlaufen lassen. So. Wo bist du hin? Wo warst du? Ach, das ist ein Totem. Ich habe eben gedacht, die wird hier irgendwo im Gras hocken, weil ich irgendwo so komisch dran gelaufen bin. So, jetzt. Oh, die Luke könnte schon da sein. Da vorne. Oh, das ist wieder ein Spielchen gegen die Luke. Es ist absolut unangenehm. Hoffentlich haben sie die noch nicht gesehen. Drei Generatoren gemacht, zwei Survivor waren es noch. Die kann schon da sein. Und da ist er auch. Nein, Mensch. Ach, die Luke. Ich hasse die Luke. Ich hasse die Luke, Mensch. Ah, naja, gut, okay. Lässt sich leider nicht immer vermeiden. Kein Pip. Aber naja, so ist es nun mal. Oh, das waren gute Taschenlampen. Gut, dass ich denen ausgewichen bin. Okay. Ja, das war mal wieder der Buba. Hat leider nicht alle gekriegt. Vor meiner Nase ist durch die Luke entkommen. Das ist eine absolute Frechheit. Wenn es euch gefallen hat, zeigt mir das gerne mit einem Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, wenn ihr mehr von Dead by Daylight sehen wollt. Und ja, schreibt mir eure Meinung zu der Runde in die Kommentare. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal bei Dead by Daylight. Haut rein.